Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Jo, wir haben in der letzten Aufnahmesession diesen Kultistentempel geklärt und die Tochter dieses Adligen gerettet und dabei herausgefunden, dass es gar nicht seine Tochter ist, sondern seine Neffin und dass der hier ungute Sachen mit ihr anstellen wollte. Übrigens, was hast du? Ach ja, du hast noch eine Gehirnerschütterung. Das heißt, wir sollten auch auf jeden Fall mal rasten, dass die hoffentlich weggeht. Und ja, was ich noch sagen wollte, wir sind mittlerweile auf Version 2.0 des Spiels angelangt. Und dadurch sollen sich ein paar Sachen geändert haben. Hm. Zum einen kann man, glaube ich, genau jetzt nicht mehr mit allen Leuten schleichen, sondern kann einzelne auswählen, die schleichen sollen. Und die schleichen dann auch. So wird nicht mehr die ganze Gruppe sichtbar. Wenn sie schleichen. sondern eben nur die Einzelnen, die schleichen, die entdeckt werden. Genau. Hier können wir pausieren. Das ist alles noch so wie gehabt. Es soll auch jetzt KI-Verhalten geben, genau. Hier kann man das KI-Verhalten einstellen. Der Waldläufer setzt verwundeter Schuss und markierte Beute gegen Ziele ein, die von seinem tierischen Gefährten angriffsgebunden sind. Das ist gar nicht mal so schlecht. Pro Ruhephase-Fähigkeiten einsetzen? Nö. Also das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass sie das hier eingebaut haben. Vorsichtig, der Waldläufer hält seine Stellung und legt seine Priorität auf Feinde, die von seinem tierischen Gefährten angriffsgebunden sind. Der Waldläufer setzt verwundeter Schuss und markierte Beute. Ja, stellen wir mal auf vorsichtig. Autoangriff, Selbstverteidigung. Defensiv. Der Charakter sucht aktiv nach Feinden in der Nähe, die er angreifen kann, unabhängig davon, ob er selbst direkt angegriffen wird oder nicht. Aggressiv. Wenn er von einem Feind angriffsgebunden wird, wenn dieser Feind besiegt ist, sucht er sich neue Feinde, die er angreift. Ja, okay. Autoangriff tierischer Gefährte ist auch Selbstverteidigung. Ja, lassen wir das mal so. Wie sieht es bei Edda aus? Aggressiv. Kämpfer setzt bei der ersten Gelegenheit Niederschlag und diszipliniertes Bombardement ein. Wenn Probephase aktiviert ist, wird außerdem automatische Vertreibung eingesetzt, sobald sich drei Feinde in Reichweite des Kämpfers befinden. Oder lassen wir es mal so. Ich weiß halt nicht, wie man die KI aktiviert. Ob die automatisch aktiv ist? Hier können wir angreifen. Ah, so können wir KI aktivieren. Ja. Vorsicht, KI-Skript ist aktiv. I'm ready. Jetzt müssen wir mal kurz bei ihr gucken. Wie ist sie eingestellt? Aggressiv. Der Paladin sitzt bei erster Gelegenheit Flammen der Hingabe und ein geschworener Feind, wenn pro Ruhephase aktiv ist, ein. Eifriger Fokus ist standardmäßig automatisch aktiviert. Wird es zu Beginn des nächsten Kampfes wieder aktiviert. Und Unterstützung kann man nicht lesen, so klein wie es ist. Flammen war das hier. Flammen der Hingabe, genau. Zweimal pro Begegnung. Nö, du gehst mal auf keine. Du machst nämlich Flammen der Hingabe nur gegen mächtige Gegner. Und verteidigst dich selber am besten. Wie sieht's mit Durrens aus? Aggressiv. Der Priester setzt Verbot ein, sobald der Kampf beginnt. Wenn pro Ruhephase aktiviert ist, legt der Priester seinen Schwerpunkt auf Zahn zum Massenkontrollzauber wie Widerhaken und Verdammlung. Göttliches Mal, Zweifelsehen, bla bla bla, Unterstützung. Der Priester setzt Heiliger Glanz ein, sobald jemand in der Gruppe unter 5 und... Ne, bleiben wir mal bei aggressiv, aber lassen pro Ruhephase Fähigkeiten draußen. Wie sieht's bei ihr aus? Aggressiv ist okay. Das ist dann wie bei Hagrim und bei ihr. Schaden, defensiv, Massenkontrolle.
Was wir nicht am Beginn mit ihrer körperlichen Angriff und Konzentration sich dann darauf, Kräfte einzusetzen, die Schaden verstärken. Beispielsweise Psychowellen und Seelenschock. Als zweiter Schwerpunkt setzt das Medium Massenkontrollfähigkeiten wie Augenschlag, schlechtlicher Begriff und betrügerisches Flüstern ein. Nein, du bleibst mal bei Keine. Ich möchte deine Magie nämlich ganz selber kontrollieren. Aber ich würde gern bei allen die KI aktivieren. So, genau. Mal gucken, wie das dann klappt, wenn wir kämpfen müssen. Wenn nicht, schalte ich die KI einfach bei jedem wieder aus, wenn das nicht so gut klappt. So, jetzt aber erst einmal mit dem hier reden. Ja. Entschuldigung, das ist eine Erklärung. Dandra Valero? Bist du der Falsche? Ja. Wo ist denn der Obermacker? Fürst Harun ruht im Obergeschoss. Okay, das war der Falsche also. Ich wollte gerade noch gucken. Oh, wir sind jetzt Stufe 8. Okay. Rasse Gebirgszwerg. Weidevolk. Avianischer Gottähnlicher. Weidevolk. Nordzwerg. Weidevolk. Ziemlich viel Weidevolk, was wir in der Gruppe haben. So, Fürst von Schnösel. Da bist du ja. What are you doing up here? Unless... have you news of my daughter? I've got to get her out of this wretched village. Ein Elfenbart läuft in einer Ecke des Raums auf und ab und kaut am Daumen seines edlen Seidenhandschuhs. Was hast du hier oben verloren? Es sei denn, hast du Neuigkeiten von meiner Tochter? Ich muss sie aus diesem armseligen Dorf fortbringen. Ah, kein Wunder, es ist auch noch ein Elf. Ich habe sie gefunden. Is she safe? Er blinzelt und deckt über seine trunkenen Lippen. Meine Tochter, ist sie in Sicherheit? Ich habe sie gehen lassen. Oh, hier steht sogar... Ah, hier steht jetzt endlich auch mal, was wir an Erfahrung kriegen. An Belohnungen. Erfahrung erhalten, Questerfahrung gesamt. Ach so, was wir für die gesamte Queste bekommen haben. Sein Gesicht ist kalbrecht. Das kann nicht sein, sie ist. Er schaut wieder zu dir zurück. Und seine Augen sind plötzlich voll Angst. Was ist passiert? Sie wissen ganz genau, was ich entdeckt habe. Ich soll sie dafür töten, was sie getan haben. Sie ist außerhalb ihrer Reichweite und das ist alles, was zählt. Ich werde allen erzählen, was für ein Monster sie sind. Zum Reden bin ich nicht hergekommen. Zahlen sie und dann packen sie sich fort. Ich sollte sie töten für das, was sie getan haben. Er sieht sich langsam mit der Schenke um. Das ist ein schlechter Ort, um einen Kampf anzufangen, Reisender. And let's put this unpleasantness behind us. Er wirft dir einen Münzbeutel in die Hand. Da auf das dieses Geld das Ende der Unabhängigkeit zwischen uns besiegelt. Okay, eigentlich lässt sich Hagrim nicht bestechen. Bei sowas ist er ein bisschen knickerig, wenn man ihn anlügt vor allem. Deswegen hakt er ein bisschen nach. Er möchte ein bisschen mehr Entschädigung haben. Now, I really must get back on the road. Nun gut, er seufzt angeekelt und lässt noch mehr Münzen in den Händen fallen. Er sieht sich in der Schenke um. So, jetzt muss ich wirklich weiterreisen. Quest abgeschlossen, Vermächtnis des Blutes. So, der verschwindet. Wie hat das unseren Charakter verändert? Wir sind schlau, stoisch. Okay, wir sind aggressiv und täuschend. Naja, Hagrim kann manchmal ein bisschen aggressiv sein. Täuschend ist dadurch zustande gekommen, dass wir das Haus Dominell angelogen haben. Aber gut. Alles andere ist eigentlich vertretbar. Stoisch sowieso. Right. Ich weiß gar nicht, stoisch war, glaube ich, dickköpfig, oder? Oder sowas in die Richtung.
Egal, wir sind jetzt 1200 Kupferpanz reicher geworden. Oder Kupferstücke. Ich sage lieber Kupferpanz dazu, das klingt irgendwie interessant. Gucken wir mal kurz in unser Schloss, wie es da so aussieht. Ein Bittsteller wird von Kanna eskortiert, das ist okay. Wir haben ein paar Ritter in unseren Diensten, wir haben sehr viel Geld. How do you do? Ich würde gerne ein Gästezimmer nehmen. Und zwar wieder die Drachenhöhle. Oh, jetzt steht hier sogar, wie lang das anhält. Dauert 2 Rastpausen an. Plus 1 Macht, plus 2 Verfassung, plus 10 Schaden gegen Bestie. Dann nehmen wir das hier. Das hält also so lange, bis wir wieder rasten. Sehr schön zu wissen. Kanna beendet Eskorte und Bittsteller kehrt von Bittsteller und kehrt zur Festung zurück. Sehr schön. Wie lang braucht der Turm noch? 2 Tage, 1 Stunde. Okay. So, dann ist jetzt unser nächstes Ziel die Ruinen. Die irgendwie tarnischen Ruinen. Obwohl, wir gucken mal kurz in der Kirche vorbei, wie es dem Mädchen geht. Die haben wir ja dorthin geschickt. Und von da aus gehen wir dann in die Ruinen. Ah, das läuft ja eigentlich ganz gut. Wir sind sogar schon wieder auf der Hälfte zum nächsten Level. Übrigens, ich habe herausgefunden. Do you take anything seriously? Or is the entire world just a setup for your idiotic punchlines? The world is the punchline, Birdwoman. In all its weakness. Would you kill the messenger? If he were as annoying as you, I'd consider it. Ja, okay. Also ihre Gehirnerschütterung hat schon mal nachgelassen durchs Rasten. Sehr schön. Ist auch gut zu wissen, dass man solche Wunden manchmal kriegen kann. Ich glaube, das würde häufiger passieren, wenn ich das Verkrüppeln angelassen hätte. Aber das ist ja dank des Expertenmodus ausgeschalten. Aber ja, was wollte ich gerade sagen? Wir wollten nach dem Mädchen gucken. Ach ja, ich hatte es vom Level ab. Und zwar habe ich herausgefunden, erst einmal, ich habe ja schon gesagt, dass wir jetzt schon auf Patch 2.0 sind. Nicht nur das, es ist auch das erste Add-on, nämlich The White Marsh Part 1 rausgekommen. Das habe ich allerdings mir noch nicht gekauft und auch noch nicht installiert und habe ich auch für das Let's Play nicht vor, da im Winter der zweite Teil rauskommen soll und ich beide zusammen dann spielen möchte. Und zwar werde ich dafür dann extra nochmal ein neues Let's Play mit einem neuen Char anfangen. Ich spoilere schon mal, es wird ein Paladin werden, aber mehr verrate ich dazu nicht, weil ich mir da selber noch nicht ganz sicher bin. Auf jeden Fall... Ja. Auf jeden Fall werde ich dann ein neues Let's Play mit dem Add-on machen. Der Plan ist jetzt, dieses Let's Play hier abzuschließen. Dann werde ich einmal das Spiel offscreen für mich selber spielen, weil ich es so toll finde eigentlich. Dann werde ich mir das Add-on kaufen und dann ein neues Let's Play mit dem Add-on anfangen. Das heißt, das Add-on wird dann wieder vollkommen blind sein. Das Hauptspiel allerdings nicht mehr, weil wir ja schon ein Let's Play davon hatten. Gut, so viel dazu. Und im Add-on, was ich ja jetzt eigentlich ansprechen wollte, ich es wieder vergesse. Im Add-on wird das Level Cap erhöht. Das stand in der Beschreibung schon. Und zwar das Level Cap im Augenblick ist wirklich 12. Das heißt, wir haben noch 4 Level, 3,5 um genau zu sein, bis zum Max-Level, was okay ist. Und danach ist Sense. Im Add-on wird es auf Level 14 angehoben, was ganz okay ist, finde ich. So, jetzt aber wollen wir hier in die Kirche rein und mal kurz gucken, ob die Frau hier ist. Scheint aber nicht so. Sie haben sie wahrscheinlich schon weggebracht. Hm?
Nein. Gut, okay. Das heißt, sie ist weg, außerhalb jeder Reichweite. Und wir können jetzt ganz entspannt zu den Ruinen im Nordosten reisen.